Guten Morgen. Der Thomas hat letzten Sonntag darüber gepredigt, Jesus, wer bist du? Und ich werde da heute Morgen einfach weiterfahren, weiter dran anknüpfen. Er hat auch einen Satz eingebaut zwischen vielen guten Sätzen. Der hatte so einen Dreiklang. Ich weiß nicht, ob das schon als Hinweis reicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Das ist mein Thema heute Morgen, dieser Dreiklang. Er ist heute Morgen schon mal als Zweiklang gefallen. Und zwar gibt es eine Band, die hat einen Namen, nicht die, die jetzt hier auf der Bühne stand, aber wir haben es bei der Tanzgruppe gehört. Die haben das nur als Zweiklang, was ich ein bisschen schade finde, weil sie haben eigentlich das entscheidende Wort, finde ich zumindest, verpasst, was für Musiker und Songschreiber gelten sollte. Kommt ihr schon drauf? Ich habe noch eine dritte Möglichkeit, es herauszufinden. Und zwar gibt es ja auch dieses bekannte Lied. Wie heißt sie nochmal? O so ist uns Jesus alles. Wie geht es denn weiter? König, Priester und Prophet. Und genau das ist unser Thema heute Morgen. Mal schauen, jetzt bräuchte ich noch die PowerPoint. Sehr gut, noch nicht ganz da, aber sie wird kommen. Jesus, König, Priester und Prophet. Wobei ich sagen muss, und ich kriege das fast nicht los, es ist durch dieses Lied, Lieder haben starken Einfluss, immer in dieser Reihenfolge bei mir abgespeichert. Aber ich muss eigentlich sagen, heilsgeschichtlich ist die Reihenfolge andersrum. Jesus war zuerst Prophet, dann Priester, dann König. Wobei man sagen muss, dass er sein Amt sind, seine Ämter, seine Werke, wobei man nicht sagen muss, eins hat das andere abgelöst, sondern die haben sich ergänzt natürlich. Und es ging so weiter in dieser Hinsicht. Er war zuerst Prophet, wurde dann auch zum Priester, zum Hohepriester für uns und ist heute König, bleibt weiterhin Prophet, Priester für uns und eben unser König. Und ganz wichtig, es ist nicht nur interessant zu wissen als Gemeinde, ich werde da gleich ein bisschen drüber sprechen, dass sich unser Verständnis da noch vertieft an dieser Stelle, sondern es geht auch weiter. Es hat auch für uns Bedeutung, denn wir sind genau in diese Ämter auch hineingerufen. So wie Jesus gesandt war vom Vater, so sendet Jesus uns. Und deswegen sind wir auch in diesen Werken, in diesen Ämtern berufen als Gemeinde. Ich habe mich vorhin mal im Lobpreis mal umgedreht, war so frei und habe eure Gesichter gesehen. Da habe ich gedacht, Mensch, da ist schon so viel da. Da sehe ich so viel Prophetisches, da sehe ich so viel Priesterliches, da sehe ich so viel Königliches, so viel Könighaftes. Und trotzdem denke ich, dass wir da noch Luft nach oben haben, ausbaufähig, dass wir uns da noch verstärken können. Ich hoffe auch, dass die Predigt so ein bisschen die Kenntnis, wie gesagt, erhöht an der Stelle, die Systematik vielleicht auch, aber dass wir auch herausgefordert und angezündet werden, uns damit mehr zu beschäftigen. Mir ist vorhin eingefallen, im Lobpreis zieht und heiß, dass mein Laptop habe ich auf eine Stunde eingestellt, dass er dann ausgeht. Versteht ihr? Also da machen wir immer dieser Energiesparmodus. Ne? Da habe ich, Moment, jetzt habe ich gerechnet, da geht er mitten in der Predigt aus. Ne? Und das ist schlecht. Und da habe ich das noch schnell umprogrammiert. Aber das ist genau das Beispiel auch, wie wir manchmal als Christen unterwegs sind. Wir starten, haben Energie, haben Strom und dann kommt so eine, schalten wir irgendwann mal ein bisschen auf Standby. Vielleicht nach einer Stunde oder nach 10 Jahren. Versteht ihr so ein bisschen, was ich meine? Und das ist wichtig. Ich habe es eingestellt, nie. Ja, der geht nie aus. Immer Strom drauf. Immer Energienachschub. Dieser Laptop wird nicht ausgehen. Ja, weil ich eingestellt habe, nie. Und das wünsche ich mir uns auch für uns als Christen. Wir gehen nie aus. Wir gehen nie auf Standby. Wir bleiben immer nicht auf Akkuversorgung, sondern wir bleiben direkt am Strom Jesu, an den Strom des Heiligen Geistes angeschlossen. Und ich habe viele, viele Bibeltexte für heute Morgen gelesen, viele Bibelverse. Ich werde euch damit nicht in der ganzen Fülle beschäftigen, aber ich habe einen Text, möchte ich doch als kleine Startbasis nehmen, weil er zumindest, obwohl die drei Worte gar nicht vorkommen, all das dokumentiert, worum es jetzt gehen wird. Gott hat vielfach und auf vieler Weise geredet zu uns, durch die Propheten und dann zuletzt in diesen Tagen, das ist das Prophetische, als Jesus auf der Erde war, zu uns geredet durch den Sohn. Und dann überspringe ich, hat alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Das ist das Priesteramt, der hohe Priester, der ein für alle Mal das Opfer für uns gebracht hat. Und dann drittens, und sich gesetzt zur Rechten Gottes, der Majestät in der Höhe
Das ist das königliche Amt, das Jesus innehat. Und ich möchte es ganz systematisch machen heute Morgen. Jesus als Prophet in der Erniedrigung. In der Erniedrigung bedeutet immer, als er auf der Erde war. Das war noch sozusagen vor dem neuen Bund, da war er erniedrigt, in Anführungszeichen. Ja, er wurde Mensch. Der Gottessohn verlässt die Herrlichkeit, wird Mensch, kommt zu uns, ist sozusagen erniedrigt. Und dann, nach seinem Opfertod, wurde Jesus durch die Himmelfahrt erhöht. Er sitzt zur Rechten des Vaters und ist erhöht. Das sind praktisch diese beiden. Das ist so, dazwischen ist der Switch zwischen A und B. Und dann gilt das natürlich auch für uns. Nicht nur Jesus ist erhöht, sondern genau diese drei Punkte, diese drei Worte gelten auch für uns als Gemeinde. In der Erhöhung und in seiner Gemeinde. Jesus als Prophet, in der Erhöhung seiner Gemeinde, als Priester und als König. Wir fangen an mit Jesus als Prophet in der Erniedrigung. Bisschen lehrmäßig heute Morgen, aber ich hoffe und bete, dass auch Dinge dabei sind, die dich ansprechen, ankicken, herausfordern, mitnehmen. Jesus war ja als Prophet schon im Alten Testament angekündigt. Also er wurde nicht wie menschliche Propheten Zeit seines Lebens zum Prophet. Er war schon als Prophet angekündigt. Schon im 5. Mose steht, ich werde euch einen Propheten erwecken. Und das ist Jesus. Das ist nicht ein anderer gemeint. Eindeutig, man könnte auch sagen, warum ist es Jesus gemeint? Nein, es ist eindeutig so gemeint, ich werde euch einen Propheten erwecken. Denn Petrus hat in seinem Brief dann auch, in seiner Pfingstpredigt, das dann auch gesagt, ich werde euch einen Propheten erwecken und damit ist Jesus gemeint. Und auch Stephanus hat genau diese gleiche Mosestelle zitiert, Jesus ist der Prophet, den Gott erwecken wird. Und so ist Jesus schon für alle Zeiten, bevor er auf die Erde kam, war er schon der Prophet. Was hat ihn ausgezeichnet, als er dann in der Erniedrigung auf der Erde bei uns als Prophet war? Manches war ganz klassisch prophetisch, das könnte man schon sagen. Es war so wie die anderen Propheten auch. Er rief die Menschen zur Buße, ganz klar. Nach der Taufe durch Johannes war seine erste große Aussage, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nah herbeigekommen, tut Buße und glaubt dem Evangelium. Das war seine erste Botschaft. Und er hatte auch einen ganz klaren Sendungsauftrag, das gilt ja auch für Propheten, einen klaren Auftrag, auch ein Sendungsbewusstsein. Der, der mich gesandt hat, der ist mit mir. Er lässt mich nicht allein, ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Und auch prophetisch typisch für Propheten, er positionierte sich gegen soziale Ungerechtigkeit. Ganz interessant. Ja, er versprach auch Errettung. In Jesaja heißt es, er wird ein rechtes und ein echtes Urteil sprechen über die Elenden im Lande. Mit dem Stabe seines Mundes wird er die Gewalttätigen schlagen. Und mit dem Odem seiner Lippen die Gottlosen töten. Komponente, die wir manchmal als Christen, das Soziale, das prophetisch-soziale, das Ungerechte, die wir manchmal ein bisschen aus dem Auge verlieren. Es geht um ein beraubtes und geplündertes Volk, sagt der Prophet. Sie sind gefangen, sie haben keinen Erretter, sie sind ausgeplündert. Und da hinein kommt auch Jesus mit seiner Botschaft. Und weiter, auch durchaus typisch, klassisch für einen Propheten, er wendet sich gegen jede religiöse Heuchelei, entlarvt religiöse Fassaden, verkommene Religiosität und das Abkommen von den Wegen Gottes. Das sind so diese typischen Zornesreden. Matthäus 23, 24, da holt Jesus massiv aus, ein ganzes Kapitel, Schmähreden, Reden gegen die etablierten Religiösen zu dieser damaligen Zeit. Ein paar Kostproben kennt ihr natürlich auch. Ihr seid übertünchte Gräber, außen hübsch, innen voller Totengebeine. Ihr legt den Menschen Lasten auf, die nicht notwendig wären. Nach außen seid ihr gerecht, innen voller Heuchelei und Schmutz. Ihr habt die Gerechtigkeit und die Barmherzigkeit Gottes längst verlassen. Ihr seid Schlangen und Ottern gezücht. So, das ist die Zorn- und die Schmährede Jesu gegen die damaligen Religiösen. Und letztendlich fasst es zusammen, ist eigentlich eine schlimme Zusammenfassung. Er sagt sogar, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, statt sie hineinzuführen, ihr schließt das Himmelreich zu. Ihr geht selbst nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Krass. Und an das Volk dann auch, wir gehören damit dazu, ihr ehrt mich mit euren Lippen,
aber euer Herz ist fern von mir. Prophetisches Wort, die Menschen, die hinein wollen, ihr lasst sie nicht hinein. Ja, warum auch immer, wir kommen da nachher nochmal drauf. Was auch deutlich war und ihn bestätigt hat in seiner Erniedrigung als Prophet, viele Menschen erkannten ihn als Prophet. Als der junge Mann Nain von den Toten auferweckt wurde, sagten die Menschen, es ist ein großer Prophet unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk besucht. Es gibt noch viele andere Stellen, wo auch das Volk erkennt, das ist ein Prophet. Und als die Pharisäer ihn gerne umbringen wollten, haben sie sich zurückgehalten, weil sie wussten, die Menschen sagen, er ist ein Prophet. Und dann letzter Punkt, warum Jesus als Prophet in seiner Erniedrigung bei uns wirksam war. Auch sein Reden wurde von zeichenhaften Handlungen begleitet, die seine Autorität und seine Sendung verdeutlicht haben. Auch andere Propheten, jetzt diese normalen menschlichen Propheten, hatten ab und zu zeichenhafte Handlungen, die waren aber meistens nur einzeln positioniert, oft symbolisch. Aber keiner hatte diese Kraft, die er permanent zur Verfügung hatte, wie Jesus, für Heilung, für Wiederherstellung, Totenauferweckung, alles war ihm möglich. Fasse zusammen in diesem Punkt, Jesus wurde als Prophet angekündigt. Sein Wirken war einerseits das Wirken eines klassischen Propheten, aber es war weit mehr. Er hat alle Aspekte abgedeckt und er hatte kompletten Zugang zu allen Wunderkräften Gottes. Sein Prophetentum hat sich eben nicht nur auf Rede, auf Zorn, auf Buße, auf Umkehr, auf Blick in die Zukunft beschränkt, sondern es führte zum Kreuz. Das unterscheidet ihn von allen anderen Propheten, die immer nur Teilaufgaben hatten. Und dann sagt Jesus von sich selbst, seht, hier ist weit mehr als ein Prophet. Ja, ist weit mehr. Und viele haben begehrt, das zu sehen, was ihr jetzt sehen könnt. Das sagte damals zum Volk Israel, gilt für uns heute Morgen auch. Viele haben begehrt, viele Propheten haben begehrt, das zu sehen, was ihr jetzt sehen könnt. Und dann geht es weiter. Jesus als Prophet in der Erhöhung seiner Gemeinde. Das vorhin schon gesagt, so wie Jesus vom Vater gesandt war, so sind auch wir gesandt in diese Welt. Und ich springe da gleich drauf auf diesen Punkt. Auch wir haben eine prophetische Beauftragung in dieser Welt. Ein prophetisches Wort. Wir haben die Welt zur Umkehr zu rufen, zur Buße. Wir sind ein Leuchtturm. So wie Jesus ein prophetischer Leuchtturm war damals in seiner Erdenzeit, sind wir als Gemeinde ein prophetischer Leuchtturm in dieser dunklen Welt. Wir verkündigen die gute Botschaft, die wir von Jesus gehört haben. Nicht aus uns, nein, wir leben als prophetische Gemeinde aus der Unterweisung Jesu. Ich bin auf einen kleinen Vers gestoßen, der steht in Apostelgeschichte 1, Vers 3. Nachdem Jesus auferstanden war, zeigte er sich seinen Jüngern als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Die Stelle ist mir noch nicht so richtig aufgefallen, dass Jesus mit seinen Jüngern nochmal 40 Tage über das Reich Gottes redete. Schade, dass die nichts aufgeschrieben haben, oder? Da gibt es nur diese kleine Bemerkung. Aber das ist trotzdem für mich eine Herausforderung. Ich möchte bleiben in der Unterweisung Jesu. Wir sind als Gemeinde ein prophetischer Leuchtturm, ein Wegweiser in diese Welt, ein Ermahner, jemand, der zur Umkehr ruft. Wir können Zeichen und Wunder vollbringen in der Kraft Gottes, ein Sprachrohr Gottes, Verkündigung, all das überträgt Jesus auf seine Gemeinde als prophetisches Zeichen in die Welt. Wir machen die Welt mit dem Willen Gottes bekannt. Die Gemeinde Gottes ist ein prophetisches Zeichen in dieser Welt. Durch ihr Sein, allein durch ihre Existenz sind wir schon eine Herausforderung, ein Ruf, eine Einladung zur Umkehr. Auch durch unsere Worte, durch unsere Verkündigung, durch unser Zeugnis, aber genauso wichtig natürlich durch unsere Tat. Wir sind ein prophetisches Zeichen in dieser Welt durch unser Sein, durch unsere Worte, durch unsere Taten. Licht und Salz. Keine Funzeln, keine Trauerlichter, Lichter. Nicht verborgen unter einem Becher, geht bald aus. Kommt kein Sauerstoff nach, nein, hell erleuchtet auf dem Berg oben. Und ein Salz, was ist Salz, was taugt Salz, wenn es nicht mehr würzt, rausschmeißen. Die Leute sollen drauftreten. Ich bin so erinnert worden, auch letzte Woche im Hauskreis wurde es nochmal erwähnt,
Elsa hatte so ein Bild gehabt. Sie kam hier morgens, hatte geträumt, ja. Sie kam hier in die Gemeinde und waren links und rechts die Blumen weg. Und dafür standen zwei Salzstreuer da. Ja, das hat mich sehr bewegt, das Bild. Und mir ist dann gestern nochmal eingefallen, ich durfte hier schon mal vor ein paar Jahren am Silvestergottesdienst einen kleinen Impuls geben, hatte das Vorrecht, sagen Christen, einen Impuls zu geben. Und ich hatte einen Salzstreuer dabei. Der hatte etwas so die Größe. Den hatte ich hier stehen. Und ich habe da ein bisschen drüber gesprochen, im Grunde da, wo das Bild war von Else, dass wir Christen uns sehr gerne in unserem Salzstreuer wohlfühlen. Ja, ich weiß nicht, ob die Pastoren so ganz glücklich waren mit meinem Impuls, aber das ist schön im Salzstreuer, oder? Das sind lauter Körnchen und es ist schön eng und kuschelig und wir schmiegen uns ganz dicht beieinander und hört mal hin und wir hören, sie machen Lobpreis, schön. Ja. Aber das ist nicht die Berufung für uns als Gemeinde, als Christen, sondern, was ist die Berufung? Das Salz muss raus aus dem Salzstreuer. Es ist gut, einen Salzstreuer zu haben, eine Heimat zu haben. Selbstverständlich, sehr, sehr wichtig. Aber es muss raus aus dem Salzstreuer in die Welt. Sonst ist dieses Salz nichts Nütze. Jesus als Priester in der Erniedrigung. Die alte Priesterschaft ist im Hebräerbrief, müsst ihr unbedingt lesen, ist alles super erklärt. Super erklärt. Ich liebe Hebräerbrief, ich liebe den Römerbrief. Wir sollten das alles viel mehr lesen. Es gibt so viele Diskussionen bei uns, ja, auch über Israel. Also es steht doch alles. Paulus ist ein intelligenter Mensch. Er hat es sehr, sehr gut erklärt, alles. Ja. Lesen, brauchen wir gar nicht mehr so viel drüber reden. Im Alten Bund waren die Priester aus den Menschen heraus, aus dem Stamm Levi heraus, berufen, um vor Gott zu stehen. Sie waren sozusagen Mittler von Mensch zu Gott, haben die Opfer gebracht und ein Hohepriester musste für seine Sünden opfern und für die Sünden des Volkes. Das war seine Doppelfunktion. Und dieses Opfer musste immer wiederholt werden, weil es einfach nicht ausreichend war. Und dann kommt der neue Bund, der besser ist als der alte Bund. Nicht verwechseln, manche werden da nervös. Ich habe nicht gesagt, das Alte Testament und das Neue Testament. Der alte Bund ist vorbei. Und die Bibel sagt ganz klar, der neue Bund ist viel besser. Ja. AT und NT oder erstes Buch und zweites Buch, so nenne ich es eigentlich lieber, die sind untrennbar verbunden. Zweites Buch kannst du nie verstehen, ohne das erste Buch zu lesen oder auch in der Hand zu haben. Es geht um den alten Bund und den neuen Bund. Der neue Bund ist viel besser. Er hat den alten Bund abgelöst, komplett. Und wenn wir irgendwie einen Hang haben in den alten Bund, so ein bisschen religiös bei uns manchmal auch, ne? Menschlich, ich will nochmal nachopfern, ich will nochmal nachwirken und nachwerken, nicht notwendig. Dieser hohe Priester, dieser Jesus hat alles vollbracht. Er war dieser Priester, der ins Allerheiligste ging, aber nur ein einziges Mal. Sein Unterschied war, im Gegensatz zu den normalen Priestern, dass er dieses Opfer niemals wiederholen musste. Er musste nicht für seine eigenen Sünden opfern, weil er sündlos war. Und sein Opfer war für alle Zeit ausreichend. Und dann ist er eingegangen ins Heiligtum, ins Allerheiligste, oben beim Vater. Nicht mehr in ein Heiligtum von Menschenhand geschaffen, sondern beim Heiligtum des Vaters. Das ist der Unterschied zu den anderen Priestern. Und diese Linie ist abgeschnitten. Das sagt auch die Bibel ganz klar. Um dieses Erlösungswerk zu dokumentieren, kommt dieser hohe Priester nicht aus der Linie Levi. Für die Leute, die sich dafür sowas interessieren. Er kommt aus dem Stamm Juda. Das ist ein Unterschied, ne? Und er ist direkt in der Folge Melchisedek. Spezialthemen, aber dass ihr es mal ganz kurz gehört habt. Da ist ein ganz klarer Schnitt an dieser Stelle. Und dann für uns als Gemeinde, hier nochmal, er hat es nicht nötig, als Beweis sozusagen, was ich gesagt habe, zuerst für die eigenen Sündenopfer zu bringen und dann für die des Volkes. Nein, er hat das ein für alle Mal getan, als er sich selbst opferte. Und dann Jesus als Priester in der Erhöhung. Und wir auch als Gemeinde. Jesus ist immer noch unser Priester, unser Hohepriester. Die Bibel sagt eindeutig, er sitzt zur Rechten des Vaters und er ist dort unser Fürsprecher. Er verwendet sich für uns dort vor dem Vater. Das ist die eine Funktion, dass Jesus nach wie vor priesterlich uns dient vor dem Vater. Auch, ich würde mal auch sagen, nach wie vor als Mittler auch durchaus dort vor dem Vater dient. Aber
auch wir als Gemeinde sind genauso gerufen. Hieß nochmal, ist der Hohepriester in alle Ewigkeit, wir haben einen Fürsprecher, aber wir haben auch ein königliches Priestertum anvertraut bekommen. Eine ganz klare Sendung in diese Sache hinein. Wir als Gemeinde Gottes und eben auch als Einzelner, möchte ich auch betonen, das fließt aber immer zusammen. Wir als Gemeinde, wir als Einzelner haben ein königliches Priestertum anvertraut bekommen. In Offenbarung 1, Vers 6 steht, er hat uns gemacht zu einem Königreich oder zu Königen, könnte man auch sagen, und zu Priestern vor Gott. Wir alle, ich habe vorhin gesagt, ich habe rumgeschaut, ich sehe Propheten, ich sehe Priester, ich sehe Könige. Ja, wir alle sind berufen zu einer heiligen Priesterschaft. Ihr sollt, sagt die Neues Leben Übersetzung, ihr sollt Gottes heilige Priester sein. Eine große Verantwortung, eine große Freude, Mittler zu werden, auch zwischen Menschen und Gott. Und das ist nun der Dienst eines Priesters in unserer Zeit. In allererster Linie, und wir haben es vorhin hier schon erlebt, ist es das Gebet. Gebet ist die Verbindungslinie zwischen Menschen und Gott. Ich ermahne euch, dass ihr in allen Dingen, vor allen Dingen tut, Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, für Könige, Obrigkeiten, Lobpreis, Fürbitte, Hingabe an den Auftrag Gottes. Betet ohne Unterlass. Das ist der Wille Gottes, heißt es im Timotheusbrief. Willst du den Willen Gottes tun? Dann bete ohne Unterlass. Willst du den Willen Gottes nicht tun? Dann bete nicht ohne Unterlass. Unser Leben als Opfer, unser Leben als ganze Hingabe an den Auftrag Gottes. Jesus wurde uns zum Hohenpriester, ich fasse es zusammen, der uns versteht und sein eigenes Leben priesterlich zum Opfer gab. Ausreichend Gnade für uns alle. Er vertritt uns weiter vor dem Vater als Priester. Durch ihn haben wir Zugang zum Allerheiligsten, im Himmel zum Vater. Und seine Gemeinde ist gerufen in den priesterlichen Dienst in dieser Welt. Zu Gebet, Hingabe und als wohlriechendes Opfer. Nochmal zum Punkt Gebet, der liegt mir sehr am Herzen. Das stellvertretende Gebet für andere, für Verlorene, für Schwache, für Kranke, für die Diener Gottes. Sein Priesterdienst allerersten Ranges. Ein Priester tritt ein für andere, weil er Zugang hat zum Allerheiligsten. Eine Gemeinde, die an dieser Stelle keine Leidenschaft mehr hat, verschenkt ihre gottgegebene Berufung als heiliges Priestertum. Verschenkt ihren Zugang zum Allerheiligsten. Verschenkt, dass uns zugesagt ist, dass unsere Gebete noch durch das Seufzen des Heiligen Geistes verstärkt werden. Versteht ihr? Wenn wir beten, schaltet Gott noch einen Turbo drauf durch den Heiligen Geist, der uns verstärkt, der das, was wir stammeln und manchmal zusammenprabbeln und nicht richtig wissen, was nochmal verstärkt wird durch den Heiligen Geist. Mit unendlichem Seufzen werden unsere Gebete verstärkt. Und das lassen wir so dahinfahren, so beiläufig, dramatisch. Wir leben vielleicht noch eine Weile als vom Eingemachten. Ja, aber wenn wir diese Stromzufuhr abstellen, gehen wir irgendwann auf Standby. Keiner von uns kann die ganze Welt retten, aber Gott kann. Wollen wir weiter Tretboot fahren, uns selber abstrampeln, müde werden, Muskelkater bekommen, Tretboot fahren, selber abstrampeln oder vielleicht in einer dicken Yacht gemütlich herumschippern, uns es gut gehen lassen? Nein. Die Gemeinde Gottes ist ein Rettungsboot und ist unterwegs, sozusagen im Mittelmeer, um Ertrinkende aufzunehmen, um sie zu retten. Wir spannen die Segel weit, damit der Heilige Geist hineinblasen kann. Dann ist gute Fahrt durch alle Wellen, durch allen Wind hindurch, durch alle Widrigkeiten. Wir haben am Freitagabend als Älteste so ein bisschen gebetet, auch das ist ein bisschen blöd ausgedrückt, wir haben gebetet, kraftvoll, für die Belange der Gemeinde, sorry, da war schwach gerade. Wir haben kraftvoll gebetet, eine Stunde, für die Belange der Gemeinde. Und die Inge hatte ein Bild von einer Galeere, das passt sogar ganz gut zusammen, ne? Das ist auch das Gleiche. Da rudern sich welche, die, ja, wie soll ich sagen, die Muskeln ab. Ja? Und ein Streit vielleicht auch, wer ist der bessere Ruder und all die ganzen Themen. Nein, und dann ging das Bild eben weiter und passt sehr gut zum Tretboot und so weiter. Spann die Segel auf, dass der Heilige Geist hineinblasen kann. Dann wird es auch leichter. Dann wird es auch leichter. Segel hoch, dem Wehen und dem Blasen des Geistes Gottes folgen.
Ich habe euch gesetzt zu einem heiligen Priestertum, sagt das Wort. Dritter Punkt. Jesus als König in der Erniedrigung. War er in der Erniedrigung schon königlich? Auf den ersten Blick nicht, aber ich meine doch. Es gab verständige, geistgeleitete, Eingeladene, die kamen, um zu anbeten, weil sie gesehen haben, da liegt das Königskind in der Krippe. Und die Erniedrigung am Kreuz, die, ich mache das in Anführungszeichen, die scheinbare Erniedrigung am Kreuz war schon die Erhöhung, oder der Anfang der Erhöhung. Gott hat ihn erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und dann wird es ganz königlich, jetzt auch dann in der Erhöhung, die Jesus nach seiner Himmelfahrt genießt, sitzend neben dem Thron Gottes, im Thronsaal Gottes. Alle Knie werden sich beugen vor Jesus, auf Himmel und auf Erden. Alle Zungen werden bekennen. Und was wir als Gemeinde sind, auch wir sind königlich. Jetzt bin ich eins zu weit. Auch wir als Gemeinde sind Jesus der König, oben Thron Gottes und wir auf der Erde, auch wir sind königlich. Berufen, Offenbarung 1, Vers 6, berufen in ein Königreich als Könige und als Priester. Er hat uns zu Königen gemacht. Herrschen, wie sieht das aus? Der Geist Jesu ist ein dienender Geist, ist nicht ein beherrschender Geist. Wir herrschen, aber wir beherrschen nicht. Wir dienen. Aber nicht in einer falsch verstandenen Schwachheit. Wir wissen sehr wohl, was wir wollen, wenn wir dienen, wenn wir herrschen. Ein klares Botschaft gibt es, einen klaren Auftrag. Gemeinde Gottes sind keine Duckmäuser, die ihr Fähnchen in den Wind hängen. Nein, wir haben einen königlichen Auftrag, einen königlichen Anspruch. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Wir sind Verkündiger an Christi Stadt. Wir wirken durch Jesus königlich, auch in Erweisungen der Macht und der Kraft. Und ich möchte uns auch heute Morgen wieder ermahnen an dieser Stelle. Eine Gemeinde, die nicht viel übrig hat für die königlichen Kräfte, für die Erweisungen der Kraft Gottes. Keinen Glauben, keine Proklamation der Königsherrschaft, keine Verkündigung des Sieges über Sünde, Tod und Teufel. Diese Gemeinde ist zu Recht ein, sagen wir mal, armseliger, endzeitlicher Restbestand. Aber wir sind zu mehr berufen als Könige, als Priester, als Propheten. Wir starren nicht auf die Bosheit dieser Welt, wie die Kaninchen auf die Schlange. Starren wir nicht, nein. Weil, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Das haben wir verstanden. Das ist unsere Botschaft und die verkündigen wir. Wir verkündigen die Erlösung und das Gericht Gottes. Wir brauchen keine Angst zu haben. Es ist doch versprochen, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Warum so ängstlich, Könige, Priester, Propheten? Zum Schluss fasse ich es nochmal zusammen. Liebe Gemeinde, liebe Nachfolger Jesu, Gemeinde als gesamte Familie, jeder Einzelne angesprochen, bist du bereit, dein prophetisches Amt wahrzunehmen? Liebe Gemeinde, lieber Nachfolger Jesu, bist du bereit, dein priesterliches Amt wahrzunehmen? Und liebe Gemeinde, lieber Nachfolger Jesu, bist du bereit, dein königliches Amt wahrzunehmen? Gestern nachmittags, wurde vorhin schon mal erzählt, waren 230, 240 Ehrenamtliche zusammen, um eine Datenschulung wahrzunehmen. Der Datenschutz hat uns zusammengebracht. Ich war bewegt, es hat mich sehr, sehr gefreut. So viele Menschen, auch toll, unsere Gemeinde einfach. 230, 240 Ehrenamtliche, die bereit waren zu kommen, um sich diesen Datenschutzschulung zu unterziehen. Nachher gab es noch Abendessen und so weiter. Alles super. Ich habe dann trotzdem denken müssen, ich will jetzt nicht einen Schatten drauf werfen, aber erlaubt den Gedanken, wie wäre es, wenn wir uns am Samstagnachmittag um 3:30, das war die Uhrzeit gewesen, für 2 Stunden nicht zum Datenschutzschulung treffen würden, sondern zum Gebet, um dieses prophetische Amt wahrzunehmen, um dieses priesterliche Amt wahrzunehmen, um das königliche Amt wahrzunehmen. Würden wir uns da auch mobilisiert bekommen? 230, vielleicht lag es ja nur am Abendessen, können wir ja auch machen. Dann beten wir eben 2 Stunden
und dann gibt es Abendessen. Das kriegen wir hin, bin ich ziemlich sicher. Aber versteht ihr die Herausforderung an der Stelle, was der Datenschutz hat 230 Leute zusammengebracht. Ja. Und wenn wir zum Gebet einladen, kommen 15. Lasst uns ja das mitnehmen heute Morgen. Lass uns ein Turbo einschalten, dass das Gebet, was wir haben, durch das Seufzen des Geistes verstärkt wird. Wir gehen nicht auf Standby nach 10 Jahren Christsein. Wir gehen nicht auf Standby, sondern es heißt, Power wird nie ausgeschaltet. Bleibt immer auf Sendung, bleibt immer dran. Ich möchte schließen mit diesen kraftvollen Worten, die Paulus an die Epheser geschrieben hat. Und das fasst manches zusammen, was ich gesagt habe, oder unterstreicht es. Er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens. Man muss erleuchtete Augen des Herzens haben, um das zu verstehen, um das mitzunehmen. Damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr, ich würde auch mal sagen, zu welchem Amt, zu welchen Aufgaben ihr berufen seid, von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist, ihr Heiligen hier. Reich die Herrlichkeit seines Erbes und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Amen.